Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Ja, gleich vorab, ihr seht es neben mir, der Platz ist leer. Melanie muss leider kurzfristig aussetzen, weil es ihr nicht so gut geht. Deswegen heute doch außerplanmäßig nur mit mir. Trotzdem alles über den Gemeinschaftsaccount Melikolas, den ihr auch gleich nochmal seht, wenn wir die erste Runde gestartet haben, der auch unterm Video verlinkt ist. Den nutze ich dann trotzdem heute. Und Eröffnungswünsche, ich gucke mal so nebenbei in den Chat und schaue, was ich da mitbekomme, wenn ich gleichzeitig hier spiele. Es sind aber schon Challenges da, also fangen wir einfach mal an. Und ich lese schon gute Besserung für Melli im Chat. Ich richte es aus und ich soll euch auch ganz lieb grüßen von ihr. Geht los mit der Nummer 7 von oben und das ist Olaf. Und einen Eröffnungswunsch habe ich gleich schon gelesen, das ist Karo Kann, wobei ich mich jedes Mal wieder darüber nicht freue, weil ich mit der Eröffnung einfach nichts anfangen kann. Okay, ich fange einfach mal an mit so einem etwas ruhigeren Aufbau. Mit Springer F3. Und der Vorteil ist, dass das nicht ganz so theorielastig ist. Und okay, auf der Gegenseite, dadurch, dass er früh zu D4 kommt, so ein Aufbau à la Benoni, muss man sagen, habe ich jetzt natürlich auch schon. D3 sollte ich wahrscheinlich einschieben. Mein Eröffnungsvorteil mit Weiß verschenkt gewissermaßen, aber ich sag mal so, das ist okay. Das ist gleiche Chancen für beide und das ist in Ordnung. Okay, ich gucke einmal in den Chat. Russisch habe ich gelesen. Bird mit Weiß, okay. Bird habe ich aufgeschrieben. Tommy 8, okay. Ich habe jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Ich könnte mit C5 spielen, würde aber E4 zulassen, aber dafür gleich hier etwas nach vorne kommen. Das probiere ich jetzt einfach mal. C5 und dann gleich B4 hinterher. So, Französisch schreibe ich noch auf. Französisch. Okay, A6, jetzt komme ich natürlich mit B5 nicht so schnell weiter, aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ich würde gerne mit B5, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich den Läufer von A3 natürlich wegbekomme, ohne dass der B4 hängt. Das wird vielleicht nicht ganz so einfach, aber mal gucken, wie es läuft. Okay, Neidorf, also wie ich das sehe, ja doch Neidorf. Auch so eine sehr theorielastige Öffnung. Oh, ich bin schon dran. Da sollte ich natürlich mal spielen. Ich denke mal, Tommy 1 sollte ein Zug sein, der nicht verkehrt ist. Und weitere Pläne muss ich jetzt schmieden. Der Läufer auf D5 steht natürlich nicht so verkehrt. Unterstützt E4 und verhindert, dass ich den Springer ziehe, ohne den Läufer abzutauschen. Ja, ich muss noch ein bisschen gucken, wie ich jetzt weiterkomme. Springer C4, aber von dort, wo geht da hin? Ist immer so eine Frage. Ich kann natürlich zusehen, dass ich, aber also so ganz richtig sieht mir das nicht aus. Hier mit Turm B1 gefolgt von Läufer C1 B5 bzw. A4 B5 weiterzumachen, sieht mir ein bisschen skurril aus. Ist, glaube ich, nicht so das richtige Vorgehen. Da muss ich noch einmal drüber nachdenken. Und wenn ich mich hier öfter mal räuspern muss, ich habe auch noch so die Endzüge einer Erkältung. Ja, okay. Wie gesagt, Springer C4 hatte ich gerade schon in petto. Dann fordere ich ihn natürlich hinaus, dass er E4 spielt. Und so wirklich sehe ich nicht, was der Springer auf C4 macht. Wenn ich Turm E2 spiele, dann provoziere ich auch immer E4 gefolgt von D3. Es ist gar nicht so einfach, hier Fortschritte zu machen. Ich glaube, ich muss mal mit Läufer C1 spielen.
Und dann, naja, zumindest mit A3 erstmal. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Olaf ist wie immer ein guter Gegner. Londoner System schreibe ich mal noch auf. Obwohl es mit dem Aufschreiben jetzt langsam knapp wird, weil die Partie natürlich immer schwieriger wird. Weil ich nicht so den ganz konkreten Plan habe. Dame D7 war, glaube ich, gut, dass er hier aus dieser Drohung mit Springer D4 rausgeht. Ich glaube, das war schlau von ihm, ja. Und es bleibt dabei. Ich muss irgendwie Fortschritte machen und weiß nicht wirklich wie. Ich meine, Läufer B2 kann ich machen, aber das bringt mich auch nicht wirklich voran, ne? Es verhindert E4 noch mal ein bisschen. Aber ansonsten, ja. Also bisher so ein bisschen passiv drinstehen, beziehungsweise unbeweglich stehe ich drin, weil ich nicht so recht weiß, was ich als Plan machen kann, um mich irgendwie hier weiter voranzubringen. Diesen Läufer abzutauschen ist auch nicht so wirklich in meinem Interesse. Schwierig, schwierig. Ja, gute Pläne für Weiß. Wenn ich diesen Läufer abtausche, kriegt auch immer das Feld für den Springer. Das gefällt mir auch nicht so hundertprozentig. Jetzt habe ich einfach mal gezogen und der Damenfeld auf B2 freigeräumt. Ohne sicher zu wissen, was mir das bringt. Vielleicht in Varianten mit E4, dann nehme ich raus. Naja, aber so wirklich prächtig ist das auch nicht. Und er bereitet den Sturm E4 weiter vor. Gut, jetzt gehe ich mit dem Springer nach C4. Was mir das Ganze bringen soll, ich weiß es nicht. Außer dass ich jetzt das Feld C3 natürlich verliere, wenn er dort mit dem Springer reingeht. Auf der anderen Seite kann ich ihn da dann recht gut wieder vertreiben, indem ich den Turm ziehe und der Läufer hat da freien Blick drauf. Also es ist nicht so klar. Ja, und den Chat muss ich jetzt leider ein bisschen vernachlässigen. Weil ich mit meiner Zeit schon wieder nicht zurande komme. Weiß du nicht, ob er mal E4 machen kann oder auch nicht. Danach hängt immer der D4, aber auch der D3 danach. Es ist nicht so einfach. Aber ich glaube, E4, sollte nicht so kritisch sein. Na, jetzt ziehe ich den zurück, was vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist. Jetzt kann er E4 spielen, aber auf der anderen Seite, nach E4 öffnet sich die Stellung für meinen Läufer G2. Das kann nicht so verkehrt sein. Ja, und er verzichtet drauf. Spielt Springer D5. Ich mache einfach mal Springer H4 und guck mal, was mir das Ganze bringt. Okay, unklar. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen ziehen und das war der Taktik, nee, nicht der Taktik, der Praxistipp an euch. Wenn ihr nicht so genau wisst, dann macht im Zweifel mal ein paar Züge und dann gewinnt ihr etwas Zeit dazu. Zeit, die im Blitz natürlich wertvoll ist, das muss man sagen. Okay, Läufer B2, damit ich den Turm nach A1 bekomme, wenn er jetzt schwenken sollte. Ja, das tut er auch. Und dann bin ich bereit, dort gegenzuhalten. Ja, mal gucken. Also der Läufer auf G2 ist jetzt nicht so schlecht. Springer F5 wäre auch eine Option gewesen. Oh. Der B4 hängt und der ist wohl auch weg. Da lässt sich jetzt nichts mehr. Da lässt sich nichts mehr dran machen. Der wäre auch gerade weg gewesen. Aber dafür habe ich jetzt den starken Läufer. Hier auf G2. Das sieht für mich auch nicht so schlecht aus. Also ich habe für den leider fehlenden
leider fehlenden Bauern habe ich wohl einiges an Kompensation. Jetzt habe ich den Bauern zurück, der C6 hängt. Deswegen auch Turm B8, Dame C6. Das geht nicht so gut. Und jetzt ist die Dame verloren gegangen. Ja, spannende Partie. Danke dafür, Olaf. Wirklich das erste Mal, dass ich so eine Benoni-mäßige Stellung habe. Eigentlich viel erreicht habe mit B4 und C5. Ja, aber trotzdem nach A6 nicht wirklich weiß, wie ich weitermachen soll. Also das wirklich eine hochkomplexe Stellung. Viel zu schwierig fürs Blitzen, zumindest für mich. Von daher, ja. Okay, weitere Eröffnungswünsche sehe ich gerade nicht. Ich habe aber auch schon einiges auf der Liste. Nutzt jetzt gerne nochmal die Zeit, um weitere Eröffnungswünsche zu äußern. Ich pass mal in der Zwischenzeit den Chat an. Göring Gambit, das ist irgendwas mit E4, E5 und dann D4, C3 oder sowas, ne? Vielleicht einmal nochmal erläutern bei diesen etwas außergewöhnlicheren Sachen. Schottisch, das kenne ich, das spiele ich jetzt, also das kann ich spielen. Russisch haben wir schon. Budapester, ist das C4, beziehungsweise D4 Springer F6, C4, E5? Dann würde ich das so aufnehmen, aber korrigiert mich bitte, wenn das falsch ist. Okay, Göring haben wir auch drauf. Ob ich das wirklich spielen will, ich weiß nämlich, dass es nicht ganz so korrekt ist, beziehungsweise es ist auch nicht falsch, aber von Vorteil kann da eigentlich keine Rede sein. Und ich muss jetzt den Zufallsgenerator etwas hoch machen und darf trotzdem nur bis 1 zählen, was sehr, sehr gut ist. Das gefällt mir. Das ist Chaba. Mit einer etwas anderen Zeit, als wir es eigentlich hier gewohnt sind, ne? 5 Minuten. Wir wollen es aber trotzdem mal versuchen. So, was haben wir denn hier gegen D4? Jetzt soll ich E5 spielen, ja? Aha. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gespielt mit Schwarz. Gehe aber davon aus, dass man diesen Bauern jetzt nimmt. Auf der anderen Seite wäre D6 vielleicht interessant, um in ein Gambit überzuleiten. Tja, aber nicht für mich heute. Jetzt stehen sich hier meine Springer etwas gegenseitig auf den Füßen rum, aber das hilft ja nichts, möchte ich mal sagen. D6 Springer, D7 irgendwann vielleicht. Komme ich da dann noch relativ vernünftig raus. Okay, hat natürlich die Möglichkeit mit Springer A4 jetzt zu spielen, aber das sollte auch nicht so gefährlich sein. Na gut, auf Springer A4 hätte ich Läufer B4 gemacht. Jetzt allerdings bleibe ich ganz gerne auf dieser Diagonale und verhindere so ein bisschen seine Entwicklung. Und ja, werde mich jetzt mal entwickeln. Und das, meine ich, stellt etwas Material ein. Springer B4, ne? Springer C2 in der Hinterhand und Läufer schlägt E3. Achso, und ich kann bei Budapester einen Haken machen. Kann ich den Nescafé Frappé-Angriff zeigen? Ich glaube nicht, weil ich nicht weiß, was das sein soll. Also, bezweifle auch, dass es irgendeine Eröffnung gibt, die so heißt. Ja, Chaba, danke für die Partie. Gleich die Empfehlung hier von Ilja, Budapester. Sollte ich mir vielleicht mal angucken. So wie es kam, war ich aber ganz zufrieden. Weil wenn er Läufer E3 nicht macht, schon an dieser Stelle, dann ist es schwierig für ihn. Er müsste sich ja mit Dame C2, Läufer D2 irgendwie koordinieren, um die Rochade hinzubekommen. Also, ich bin ganz zufrieden. Machen wir weiter mit der nächsten Challenge. Wir zählen wieder von oben ab und zwar die 6. Und das ist der Breloer SC. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind die heute zu 6 angetreten. Okay. Dann schauen wir mal, was ihr zu 6 gegen Bird so anstellt. Also ich stelle euch in der Öffnung eigentlich vor keine großen Schwierigkeiten. Bird ist, glaube ich, alles andere als kritisch. D5 die Standardantwort. Ich selber habe in der Praxis relativ
häufig Springer H6 im ersten gespielt dagegen. Und das tatsächlich auch mit recht großem Erfolg. Also ich meine, ich habe damit 100%. Das ist aber auch nicht so dumm, muss man sagen, wie es auf den ersten Blick scheint, Springer H6 zu spielen. Ihr seht das, wenn man sich genauso aufbaut wie er jetzt mit Läufer G7, da macht der Springer auf H6 durchaus Sinn, weil man nach F5 gehen kann. Der Läufer ist direkt frei und guckt nicht auf den Springer. Ja. So, keine Ahnung. Ich spiele das jetzt ein bisschen wie das Leningrader System mit Weiß. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich spiele es nicht. Und das wirkt auch etwas komisch, was ich hier mache. Aber es kann eigentlich nicht so weit weg sein von dem, wie man es spielt. Nur D4 ist etwas lästig. Ich glaube, den muss ich nehmen. Na, also muss ich nicht. Ich hätte auch C4 spielen können. Der wäre unter Umständen auch viel, viel besser gewesen, damit er nicht Springer D5 hat. Aber nun gut. Zu spät. Chaba fragt, ob ich das Budapester gegen einen echten Gegner wiederholen kann. Ich fand, du hast das, also klar, du hast das jetzt mit Läufer E3, das war nicht so günstig, aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich das Budapester hinter mir habe, muss ich sagen. Ja, also er gewinnt natürlich den Bauern zurück. Das war auch, das stand für mich auch außer Frage, dass er den zurückgewinnt. Er kann auf E5 nehmen und ich glaube, wir haben eine relativ ausgeglichene Stellung hier. Also bisher, der Breloer SC schlägt sich ziemlich gut in der Eröffnung. Wie gesagt, ist jetzt gegen Bird vielleicht auch nicht so schwierig, aber ja. Aber, Vorteil habe ich nicht. Also, das glaube ich ziemlich sicher, dass ich hier keinen bis kaum Vorteil habe. Ist halt jetzt nicht ganz so einfach, weiter Druck aufzubauen für mich. Wie könnte ich es denn probieren? Im Zweifel greife ich irgendwas an. Und guck mal, ob mich das weiterbringt. Ja, Chaba, ich hab dich schon richtig verstanden. Das war, ja, wie nennt man das? Ich selbst Kritik, aber also ein Witz auf deine eigenen Kosten, also alles gut. Ich, ja. Da der E2 ist rückständig, so wirklich weiß ich nicht, was ich damit veranstalten soll. Ja, Die aktive Planfindung ist immer so eine Sache. Schon in der ersten Partie gemerkt, dass ich mich da gerade etwas komisch anstelle oder etwas, nicht so gut anstelle. Ja, einfach Läufer D7 ist natürlich spielbar, ne? Also immer noch, ich denke, die Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Wie ich hier Vorteil erzielen soll, ist mir noch immer schleierhaft. Sprich, ich habe einfach, ich habe keine Ahnung. Irgendwie möchte ich den jetzt mal abtauschen, den E5. Warum? Warum eigentlich? Wegen Turm C3. Wenn ich jetzt, selbst wenn ich Turm C4 spiele, er macht Läufer E6 oder Läufer B5, der Turm muss zurück und er kann hier richtig schön einen auf C3 reinstellen. Das wäre unangenehm für mich. Deswegen habe ich Läufer F4 gespielt, um das Feld C3 unter Kontrolle zu bekommen.
Ja. Kann man so machen, ne? Jetzt tauscht er die Figuren ab. Die Frage ist, ob ich vielleicht am Ende. Ob ich vielleicht am Ende ein bisschen besser dastehe, wenn oder weil er den Bauern auf D4 hat, diesen Isolani. Naja, aber. Also großen Vorteil verspreche ich mir nicht dadurch. Na. Nee. Weiß ich nicht. So, ich gucke mal in den Chat. Ben Oni wird sich gewünscht. Ja, das ist gut. Wir haben noch nicht so viel gegen. Gegen was? Gegen normale Sachen. Gegen D4. Das passiert immer, wenn ich eigentlich denke. Also, ich will erst sprechen, dann gucke ich aufs Brett und denke und dann passiert sowas. Wir haben noch nicht so viel gegen erstens. D4 und F5 ist, glaube ich, recht schlau. Okay, ich decke jetzt einfach den Punkt E2 und versuche die Schwächen in seinem Lager anzugehen. Das ist, glaube ich, ganz okay. Also ich denke, ich habe leichten Vorteil jetzt, aber es ist weit davon entfernt, irgendwie was richtig Anfassbares zu sein. Okay, Dame C5, Turm C1 kann ich jetzt machen. Jetzt komme ich da zumindest etwas schneller rüber gejuckelt, aber. Na gut, also wie gesagt, ich habe die leicht angenehmere Bauernstruktur, aber das hat natürlich noch gar nichts zu sagen, beziehungsweise das heißt natürlich noch lange nicht, dass ich jetzt hier wirklich einen Vorteil habe. König F1 streue ich jetzt einfach mal ein, damit Dame E3 nicht mit Schach kommt. So bin ich ein bisschen flexibler, kann meine Dame bewegen, ohne dass seine mit Schach reinkommt. Hoffe ich zumindest, dass ich das so machen kann. Jetzt der Punkt C5 natürlich etwas schwierig zu decken für ihn. Und so langsam. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ob ich mich traue oder nicht. Ja, ich muss den ja nehmen, wenn ich irgendwie was rausholen möchte. Na, wer weiß. Ich weiß nicht, was ich hier habe. Na gut, wir haben ein Endspiel, was. Ja, was ist das überhaupt? Ich glaube, ganz gut ist für Weiß. Insbesondere mit der Zeit ist das natürlich was ganz Angenehmes. Ja, und jetzt wahrscheinlich auch mit der Stellung. Puh, ja, spannende Partie, lange Partie. Eröffnungsmäßig, erwartungsgemäß schlecht gelaufen, ist halt Bird, ne? A, keine Ahnung, wie man es spielt. B, so wie Brelo RSC das gespielt hat, das macht einen sehr vernünftigen Eindruck, sodass ich da gar nichts rausholen konnte. Naja, aber diese Schwächen wie der Bauer auf D4, das. Sowas nimmt man ungern mit ins Endspiel, also da lässt man dann lieber Figuren drauf, damit man ja entsprechend mehr Druck auf Punkte wie E2 machen kann.
weil mit noch mehr Figuren auf dem Brett kann ich natürlich nicht den König so einfach rannehmen, um so einen Bauern zu decken. Deswegen so als Grundregel vielleicht, wenn ihr sowas in der Art habt, wenn ihr Bauernschwächen habt, versucht das Material mal besser drauf zu halten, sodass ihr das Gegenspiel forcieren könnt. Alles klar, dann machen wir weiter mit der nächsten Partie. Wir zählen diesmal wieder von unten ab, und zwar die 16. Das ist der Moritz. Wenn ich mich nicht verzählt habe, was aber gut sein kann. Okay, ja, Londoner wurde sich noch gewünscht. Werde ich mal versuchen. Auch wenn ich damit nicht so viele Erfahrungen habe, muss ich sagen. Und nicht genau weiß, wie man das hier spielt. Ich habe nämlich das Londoner System, ich habe das, das zwei, dreimal gespielt und habe dann festgestellt, dass ich damit überhaupt keinen Erfolg hatte und habe das ganz schnell wieder aufgehört zu spielen. Was ist morgen Thema der Lernstunde? Morgen ist Tarasch. Tarasch ist morgen dran, wir gucken uns ein paar Partien von Siegbert an. Okay, den nehme ich weg und... Na komm, vielleicht klappt es direkt mit E4, wenn es möglich ist, gleich etwas Raum einnehmen. Solange der C4 hier noch so halb ungedeckt ist. Ja, aber klar, er kann natürlich E6 spielen und jetzt bringt mir das Ganze dann doch nicht so viel. Ja, etwas riskant hier lang zu rochieren, ich gebe es zu, und vielleicht ist das auch mehr als riskant, vielleicht ist es auch dumm, aber ich setze jetzt auf sehr, sehr flottes Spiel und hoffe, dass ich irgendwie zu schnell im Gegenspiel komme. Ach, Herr Jemine, ja, das ist natürlich ein Problem, ich gebe es zu. Ach Gott. Ja, das war gar nichts mit der Langrochade. Ich hätte einfach den Turm wegspielen sollen. Turm irgendwo hin. Jetzt habe ich ein relativ großes Problem. Tja, wie löse ich das? Unklar. Ich mache erstmal Springer E2, um C3 etwas abzumildern, aber ich glaube, ich stehe hier auf Verlust. Ich bin sogar ziemlich sicher. Erstens B4, hier ein neuer Eröffnungswunsch. Ich habe das heute nicht explizit gesagt, aber so annähernd seriös wäre gut. Das wäre sehr gut, wenn ihr das in eure Eröffnungswünsche irgendwie mit einarbeiten könntet. Dass ich nach der Eröffnung nicht gleich auf Verlust stehe, das wäre schon schön. Londoner hat heute, ich hake es mal ab, hat heute wieder so geklappt wie früher auch. Nämlich überhaupt nicht bis grausam. Ja, dementsprechend weiß ich wieder, warum ich aufgehört habe, das zu spielen. Es hilft ja nichts, ich muss die Flucht nach vorne antreten. Ja. Bin zwar nicht zufrieden mit der Stellung, aber so, also einigermaßen geht's jetzt vielleicht wieder. Aber naja, es wäre vielleicht übertrieben zu sagen, dass es schon wieder okay wäre oder sowas in der Art. Davon bin ich dann doch noch ein Stück weit entfernt. Wenn man nicht weiß, was man macht, dann irgendwas rausschlagen.
dann das kostet mich zumindest keine weitere Zeit hier. Wenn er hier nimmt, werde ich wieder schlagen müssen. Da nehme ich mal so an. Oha. Mit Läufer nach F8 hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Dann gebe ich mal einen Schach. Wenn man nichts weiß im Blitzen, gibt Schachs, schlagt was raus, forciert es, irgendwie gucken, dass man rumtrickst. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt zeigt sich auch, was er davor hatte. Ja, nee, das ist alles immer noch ganz furchtbar, was ich hier gemacht habe. Und den kann man leider machen, ja. Moritz hat es drauf, schreibt Olaf. Ja, zu meinem Leidwesen hier, ich werde ziemlich überspielt. Hab aber das Gefühl, dass ich so langsam ein klein bisschen rauskomme. Nicht viel zugegeben, aber ein wenig. Okay, den nehme ich weg. Ob auch das gut war, ich weiß es nicht. Schrägstrich, ich glaube es nicht. Aber na gut, was soll ich machen? Jetzt muss ich hier schon solche desaströsen Aufbauten spielen, aber vielleicht komme ich jetzt in der Zukunft mal raus. Zumindest sehe ich nicht, wie ich irgendwie sehr schnell Material verliere. Aber naja, nur weil ich es nicht sehe, heißt es ja nicht, dass es nicht vorhanden ist. Und das war ein lästiger Zug, ich gebe es zu. Na gut, da kann ich nicht viel machen. Turm F8 ist ein bisschen außergewöhnlich, den hätte ich jetzt nicht erwartet, aber dann möchte ich mal reagieren mit Drohzügen. Also Turm F8, ich weiß nicht, ob er da sich vielleicht verzogen hat. Das war wahrscheinlich nicht so seine Absicht. Ja, war nicht seine Absicht, aber ist immer noch im Rahmen, muss man sagen. Ne, ich glaube, ich muss das opfern. Okay, ne, das war ein bisschen zu viel des Guten. Obwohl, naja, vielleicht geht's noch. Naja, so langsam entspannt sich die ganze Geschichte und vielleicht stehe ich gar nicht mehr schlechter. Wenn man nicht so wirklich weiß, dann schiebe ich jetzt den Bauern nach vorne. Und wie ihr wisst, ich weiß es nicht genau, also schiebe ich den Bauern vor. Puh, ja, ziemlich glücklich, dass ich hier noch so gerade davon gekommen bin, wie unter anderem Olaf im Chat geschrieben hat. Ja, ich denke auch, Moritz hätte forciert gewinnen können mit an dieser Stelle Springer A5. Der sah sehr brachial aus. Ich glaube, hier verliere ich sofort, denn Springer B3, König D1, Läufer B1, das killt mich einfach und ich habe keinen Fluchtweg für meinen König. Ja, also gerade noch so raus gewurstelt, würde ich sagen.
Glück gehabt, Moritz super gespielt, mit ein bisschen mehr Zeit an der richtigen Stelle, wäre das ein verdienter Sieg gewesen. Aber naja, auch das gehört zum Schach dazu. Man muss auch mal sich rauswurschteln. Und in dem Sinne wurschtel ich mich mal zur nächsten Runde gegen die Nummer 8, diesmal von oben abgezählt. 7, 8. Dread Pirate. Ja, eigentlich wäre es hier Dread Pirate Roberts gewesen. Jetzt habe ich mich verklickt, jetzt spielen wir natürlich auch. Und in der nächsten Partie dann gegen den Pirat. Und wir gehen mal wieder in die Großansicht. Wenn Capora nicht da ist, dann können wir natürlich auch die Partie abbrechen und direkt mit dem Piraten weitermachen. Ja, okay, und Moritz sagt, Turm E8 sollte es eigentlich werden. Ja, das habe ich mir schon gedacht, nachdem du Turm F8 gemacht hast. Turm E8 ist nämlich schon ein logischer Zug, schneidet dem König weiter Felder ab. Ja. Okay. Dann sind wir wieder da, wo man ursprünglich sein sollte, nämlich in der Partie gegen den Piraten. Und ich probiere es mal wieder hier. Naja, okay, das wird natürlich nichts. Ich wollte gerade mein System spielen. Naja. Also, Bertramisch wollte ich spielen, aber hier dann doch nicht. Das wäre fast eine direkte Überleitung in Franzosen gewesen. Und ja, darauf habe ich gerade nicht so viel Lust. Dann wird es halt der klassische Kolle-Angriff, den ich übrigens, ich würde mal sagen, bis ich so circa Elo 2-1 hatte, habe ich den Kolle-Angriff sehr, sehr häufig praktiziert am Brett. Mit eigentlich vielen einfachen Partien auch, aber auch Niederlagen natürlich. Aber die Idee des Ganzen ist es natürlich, das klappt jetzt gegen so fortgeschrittene Spieler natürlich selten. Die Idee ist es hier einfach Königsangriff, ne? Zack, drauf und ja. Sowas in der Art hier, ne? Und drauf da. Gucken, was passiert. Wenn man einfach mal ein bisschen was nach vorne schmeißt, dann muss der Gegner natürlich reagieren. Und manchmal, wenn man nicht so genau weiß, dann trifft man da auch mal eine schlechte Entscheidung. Das ist so der Grundaufbau im Kolle. Springer E8, okay. Dann weiß ich nicht. Ich schiel mal auf den Punkt da hinten. Und jetzt hole ich mal den zweiten Springer ran. Weil ich jetzt nach G5 möchte ich nicht mehr so gerne mit dem Bauern nehmen, sondern lieber mit dem Springer, um hier die Schwäche auf den schwarzen Feldern irgendwie auszunutzen. Wenn das denn möglich ist, muss ich noch mal gucken. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber es sieht schon mal eigentlich nach einem recht gelungenen Kolle-Angriff aus, muss ich sagen. Da hatte ich schon deutlich Schlechteres auf dem Brett. Also das ist bisher voll okay, muss ich sagen. Hier würde ich mit dem Springer wieder nehmen. Und okay, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Ich könnte auf D7 nehmen, den nächsten Springer nachbringen und nach G4 stellen oder direkt nach G4 gehen. Ich glaube, ich nehme einen Springerpaar runter. Das mildert so seine Kontrolle über F6 ein bisschen ab. Tja, aber auch nur ein bisschen. Und jetzt muss ich mal ein bisschen schärfer überlegen, wie ich hier was konstruiert bekomme. Vielleicht so. Also ich hätte auch überlegen können, ich habe 3 Minuten 40, aber jetzt habe ich das einfach schon gemacht. Okay.
Okay, also mein Plan ist jetzt natürlich nicht so geheim, ne? Also Tom F3, Tom H3 oder H4, H5 liegt jetzt natürlich in der Luft. Ja, aber Läufer A6 mit der Idee Läufer E2, Läufer H5 ist nicht so dumm, muss ich sagen. Ja, auf der anderen Seite ist es schon sehr verlockend, da jetzt das Material zu opfern, muss ich schon sagen. Es muss nur eine Entscheidung her. Na gut, ich probiere es mal. Ja, also der nächste Turm muss ran, ne? Wenn man nicht weiß, Bauern nehmen, der auf H5 rennt, nicht weg, glaube ich, hoffe ich. Aber der nächste Turm. Mist, wenn er jetzt nicht hier anfängt, die Damen zu tauschen. Das sollte man natürlich verhindern. Na gut, aber also es spielt sich einfacher für mich, muss ich sagen. Ja, auch das ist leider schlau. Muss ich so anerkennen. Jetzt habe ich noch die Idee mit Springer H4, aber so vollends begeistert bin ich davon nicht. Naja, also wir halten fest, das Qualle-Opfer war vielleicht ein bisschen viel. Noch ist nicht das letzte Wort gesprochen, aber naja, ging eben nicht Springer H4, wird gefragt. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Nach Springer H4 kommt immer Dame H5 und fesselt diesen Springer. Das ist etwas lästig. Das hat zumindest dagegen gesprochen. Aber auch hier, ich denke, das Qualitätsopfer ist spielbar. Ich stehe jetzt nicht wirklich gut oder schlecht oder so. Ja, halt okay, möchte ich mal sagen. Der war auch nicht dumm. Ich sollte bis nach F1 zurückgehen, sonst ist Dame H5 immer mit der Drohung Dame D1. Es juckt mich ja in den Fingern, aber ich denke, ich kann den einfach nicht nehmen. Also werde ich hier nehmen müssen und naja. Zufrieden ist ehrlich gesagt was anderes. Also, das ist nicht so prächtig. Naja, also wenn ich Glück habe, wenn ich großes Glück habe, dann bleibt das noch irgendwo in der Remisbreite, aber ich glaube es eigentlich eher nicht. Ja. Das war leider nur eine Frage der Zeit, bis hier was verloren geht.
Upsala. Okay, das gebe ich auf. Sehr, sehr schade. Ah, sehr, sehr schade. Denn ich glaube, ich stand hier wirklich gut in der Partie. Ich weiß nicht, ob das Qualitätsopfer zu viel war am Ende. Er hat sich gut verteidigt mit seinem Motiv hier, mit dem Damentausch. Wahrscheinlich hätte ich hier ein bisschen anders spielen sollen und hätte dann eine gute Stellung gehabt. Aber gut, sei es drum. Eine Frage, die wir hatten, ist, ob hier Springer H4 gegangen wäre. Also ich dachte, es käme Dame H5 und dass sowas nicht genug ist, wenn ich jetzt auf F5 nehme und dann irgendwie Dame E6 Schach, weil jetzt öffnet sich doch auch mein König zu viel. Ja, dementsprechend, weiß ich nicht, ich glaube, das ist nix. Sowas, wie es kam, war eigentlich ganz okay. Ich hätte nur hier, denke ich, ein bisschen besser fortsetzen müssen. Na gut, machen wir weiter. Vergesse ich diese Niederlage lieber schnell und vor allem nicht, dass Melanie sich ärgert, wenn ich ja einmal allein zu Werke bin. Ich muss jetzt diese 10 verlorenen Pünktchen wieder aufholen. Und mal gucken, ob das gut geht. Gegen Let's LOL Gamer. Gucken, ob ich da ein paar Punkte rausholen kann. Okay, was sind eure Wünsche? Ach Gott im Himmel. Wäre mir tatsächlich lieber, wenn ich mit der Erfüllung eurer Eröffnungswünsche da vielleicht ein bisschen kürzer trete. Nichtsdestotrotz, Neidorf, habe ich versucht. Hat nicht geklappt. Und auch hier fragt ihr euch zu Recht, was treibt der Junge da? Und ich muss euch sagen, ich weiß es nicht genau. Ich habe einfach mal ein paar Züge gemacht, in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht gleich irgendwie schlechter stehe. Sieht im Rahmen aus, möchte ich mal sagen. Nicht gut, nicht schlecht, es ist im Rahmen. Melikolas werde ich hier angesprochen. Also eigentlich heiße ich nur Nikolas. Wie gesagt, das ist eigentlich der Gemeinschaftsaccount von Melanie und Nikolas. Deswegen, ihr könnt mich ruhig mit Nikolas ansprechen. Mache ich Sport? Ja, ich mache ein bisschen Sport. Ich möchte aber gerne wieder mehr machen, so wie wahrscheinlich einige von euch im neuen Jahr. Genau. Aber ich mache jetzt nichts Besonderes. Ich gehe ins Fitnessstudio und ich boxe ein wenig. Aber natürlich mehr schlecht als recht. Ja. Und ja, Schach natürlich als Sport. Und vielleicht auch irgendwann mal eine Kombination aus Boxen und Sport. Da muss ich mal gucken, wie sich das Ganze ergibt. Ja, CS01 stimmt mir zu. Ja, fast jeder möchte im neuen Jahr mehr Sport machen, regelmäßiger Sport machen. Ja, das habe ich schon befürchtet, dass das kommt. Dachte aber, dass ich das so gerade überleben kann. Natürlich unter einem Bauernopfer, aber naja. Und ich gebe natürlich zu, Springer C7 wäre eine durchaus respektable Möglichkeit für ihn gewesen, hier vielleicht etwas mehr als einen Bauern rauszuholen. Tja, was sieht man daran wieder? Ich stelle einfach zu viel ein. Ja, das ist leider ein Fakt. Ich stelle zu viel ein im Blitzen. Bin ich so guter Blitzer. Also insbesondere, weil ich so viel einstelle. TFP hätte die Qualle genommen. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch die Qualle genommen, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Aber die hatte ich ja nicht. Ich habe es ja nur eingestellt. Ja, E5 ist natürlich sein durchaus adäquater Plan, mein Läuferpaar zu dezimieren. So decke ich aber zumindest mal den B7 und kann das vielleicht vorübergehend verhindern. Aber
Gut, meine Stellung bleibt schlecht. Erneut heute Abend, wie eigentlich fast. Stand ich schon mal in einer Partie von Anfang an besser? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er macht trotzdem E5. Okay. Kann er natürlich machen, ja. Und man kann argumentieren, dass mein König in der Mitte vielleicht nicht die sicherste Figur ist. Ja, und dem habe ich nicht viel zu entgegnen. Der König in der Mitte ist in der Tat ziemlich doof positioniert, weil die Kurzrochade nicht so verlockend ist, weil sich immer die H-Linie super schnell öffnet und dementsprechend ist es ein bisschen kritisch, was ich hier wieder verzapfe, aber noch habe ich super viel Gewurstelpotenzial in der Stellung. Es gibt jetzt, zumindest sehe ich noch keinen so direkten Punch von ihm, wie er mich ausnocken kann. Also hoffe ich einfach mal, dass das alles noch im Rahmen ist und bediene mich hier weiter auf die Gefahr hin, und die ist wirklich existent, dass ich in jedem Zug die ganze Partie einstelle. Wenn ich die 2-8 nicht hole, dann muss Melli auf jeden Fall ran. Ja. Ja, das Problem ist, dass so ein zwischenzeitiger, mächtiger Einsteller, der kostet immer so super viele Punkte und ich gewinne ja nicht viel, ne? Und das ist halt immer das Problem. Ich versuche einfach mal ein bisschen was zu decken und ein bisschen was anzugreifen. Achso, Springer G4 könnte vielleicht noch stärker sein. Ach ja. Ja, vielleicht habe ich hier mit meinem König auf E8 gerade noch so Glück gehabt. Was droht er jetzt? Ich weiß es nicht. Boah, manchmal denke ich mir, ich bin zu gierig, ne? Aber auf der anderen Seite kann ich nicht widerstehen. Wenn ich da die hängenden Bauern sehe, dann greife ich zu. Na, und wahrscheinlich geht's auch. 4 Punkte habe ich wieder gut gemacht auf meinem Konto. Und, so einmal für alle, ja, sie ist leider jetzt gerade nicht im Raum und wahrscheinlich sollte ich mir ihre Serie zum geschlossenen Sizilianer mal angucken. Denn das, was ich gemacht habe, war nicht der Weisheit letzter Schluss. So viel steht schon mal fest. Wenn ich so weitermache, dann muss Melli heute noch krank eingreifen, ja. Wir werden sehen. Aber bisher habe ich nur eine verloren. Also, noch ist im Rahmen. Noch schlage ich mich gar nicht so schlecht gegen euch. 6, 9, 10, 11. Skandinavisch wünscht ihr euch, aber bitte nicht mit Dame D8. Nee, das ist ja Humbug. Okay, ja, Benoni hätte ich gespielt. Das ist jetzt natürlich gegen Springer F3. Ja. Kriegen wir es halt einfach nicht aufs Brett. Also werde ich mich ganz normal aufbauen.
Ja, und schon wieder bin ich so mäßig aus der Öffnung gekommen. Ich glaube, es sollte ungefähr ausgeglichen sein, was ich hier verzapft habe. Ich habe halt ein bisschen viel abgetauscht für meinen Geschmack. Ja, das gefällt mir halt nicht so gut an der Öffnung bisher. Aber weit weg vom Ausgleich sollte es nicht sein. Also ich denke, Weiß steht hier leicht besser. Okay, jetzt ergibt sich natürlich die Chance für mich, die Stellung etwas komplizierter zu halten, indem ich genau hier ihn zwinge. Also er hätte auch mit dem Springer nehmen können, dann hätte ich wahrscheinlich genommen, sodass sich dann eine Stellung ergibt mit Isolani auf D4, einfach weil ich das jetzt ganz gerne mal gespielt hätte. Isolani hin oder her. Ich glaube, Weiß hat keinen allzu großen Nachteil, wenn überhaupt Nachteil. Mein Springer auf D7 steht nämlich etwas passiv, etwas ungünstig und ich muss mal gucken, dass ich den auf bessere Felder bekomme. D5 ist natürlich sowieso in solchen Isolani-Stellungen ja, verlockend für den Springer, ne? Da wünscht er sich hin und von dort aus hat er eine recht gute Kontrolle, verhindert vor allem erstmal, dass der Bauer vorzieht. Das ist so Schritt 1, den man immer machen muss im Spiel gegen den Isolani und dann guckt man mal weiter. Oh, jetzt mir mein Bein eingeschlafen. Ah, was gibt's im Chat? Eine Frage will ich ganz gerne beantworten, nämlich die Frage von Chaba, ob man auf Chess24 blind spielen kann. Ja, sowas in der Art. Du kannst in den Spieleinstellungen kannst du einstellen, dass du die Figuren nicht siehst. Du kannst deinen Gegner nicht dazu zwingen, aber du kannst halt für dich das ausstellen, ne? Was natürlich mit einem gewissen Trainingseffekt verbunden ist. Kann ich euch das zeigen? Nicht während der Partie, nein. Aber danach kann ich das machen, ja. Aber wenn ich das hier mache, ist es natürlich auch für euch dann ein bisschen schwieriger, die Partie nachzuvollziehen. Deswegen werde ich das eher nicht machen. Ja, und Siglo beachtet eine wichtige Grundregel im Blitzen, nämlich stell nichts ein. Und das macht er bisher ziemlich solide. Übung macht den Meister, Nico. Ja, Jessin, da hast du recht. Da hast du recht. Und gerade das Einstellen oder das Nicht-Einstellen sollte ich auch noch mal ein bisschen mehr üben. Aber bisher versuche ich das Ganze hier positionell runterzuspielen und ist nicht einfach in so einer Stellung mit dem Isolani zu spielen, wenn Schwarz hier diese absolute Kontrolle hat über das Feld D5. Ist wahrscheinlich trotzdem noch nicht großartig schlecht oder so. Und ja, das war, glaube ich, ziemlich gut von ihm, das so zu spielen. Ich mache Springer F4 jetzt einfach mal kurz, um zu sehen, was er denn darauf überhaupt macht. Im Optimalfall, also für ihn jetzt, gehe ich wieder zurück und wir haben eine Zugwiederholung. Ja, nämlich auf Dame E3. Wobei ich natürlich auch noch Dame B4 testen oder probieren kann. Dame B4, Dame F4, Turm C4, Läufer E7. Oh, ist nicht so klar, ne? Da würde ich vielleicht was einstellen, also lasse ich das und gehe lieber mal zurück. Oha.
Hast du das alles berechnet? Ja, diese Grundregel, Loose Pieces Drop Off. Ja. Das ist häufig so, also achtet darauf, dass eure Figuren schön gedeckt sind. Ein Pünktchen habe ich bekommen dafür. Ah, okay, der war aber auch verdient, war harte Arbeit gegen Siglo. Gut, und er hätte natürlich Dame E2 spielen können, dann wäre das hier ganz normal und munter weitergegangen. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich dann gezogen hätte. Vielleicht Dame B4 oder sowas, aber also hier ist noch alles offen, noch eine lange und harte Partie vor uns. Alles klar, machen wir weiter. Mit der 2, das ist schon mal anständig, dann muss ich nicht viel zählen. Was ist denn hier los? 2850er Rating, das schreit doch mal nach Bertramisch. Mal gucken, was ein 2850er dagegen macht. F5. Kann man machen? Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Aber man kann. Ja, gut. Das ist jetzt natürlich nicht so typisch Bertramisch, wie ich es gerne hätte. Jetzt ein bisschen, weiß ich nicht. Aber es ist auch, und das gefällt mir zumindest im Ansatz, es ist auch etwas verrückt, nicht ganz so simpel. Man muss gleich am Anfang beginnen. Ja. Tja, der macht einfach Läufer E7, ja. Kann man machen. Mehrere Möglichkeiten habe ich hier. Dame H5 sieht nicht ganz so schlecht aus. Bis ich mit der Dame dann halt wieder zurückgehe. Ja, dann mache ich ihm zumindest die Rochade etwas schwieriger, also dass das nicht ganz so flott geht. Läufer F8, Läufer G7 kann er natürlich machen. Aber im Gegenzug komme ich hier dann, glaube ich, auch relativ vernünftig raus. Ja, wir werden sehen, wer sich hier zuerst killt. Ob ich wieder grandios mich umbringe. Oder ob das alles noch im Rahmen ist, was ich hier mache. Ihr kennt mich, es ist immer sehr auf der Kippe. Es wird gerade etwas über seinen Namen philosophiert. Es ist nicht so klar. Na gut, wenn alles gut ist, habe ich jetzt einen Bauern gewonnen, weil er hätte natürlich sofort auf D4 nehmen können und vielleicht auch sollen. Jetzt habe ich erstmal einen Bauern mehr. Ob ich den behalten kann, ich weiß es nicht so genau, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Ja, Turm F3 ist lästig. Vielleicht erstmal Dame G4 und dann gucken wir mal weiter. H4, A5 vielleicht auch. Ja, vielleicht auch eine schöne Option hier Spiel zu machen. Ich meine, die Rochade wird ja sowieso völlig überschätzt. Braucht man gar nicht. Direkt matt setzen ist besser. Ah, okay, jetzt opfert er hier eine Figur. Sieht für mich ein bisschen nach Kuddelmuddel aus, aber H4, A5 auch interessant. Die Qual der Wahl, ne? Mehrfigur, aber dafür weiß ich nicht. Oder keine Mehrfigur und dafür etwas Angriff. Schwierige Wahl. Aber ich glaube, mein Angriff reicht nicht ganz. Ach Gott im Himmel. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Dass C4 hier noch geht, ist auch mehr schlecht als recht. Ist eigentlich nicht verdient. Ja, und wie ihr seht, so richtig geht's auch nicht, ne? Also natürlich wieder die Qual der Wahl. Sollte ich hier das Remis annehmen oder lohnt es sich hier weiterzuspielen? Ah, schwierig, wenn ich Läufer E3 mache, dann kommt immer Dame E4. Ich glaube, ich muss hier leider das Remis annehmen. Ach Gott. Naja, okay. Danke für die Partie. Auch wenn ich mich natürlich total ärgere, weil ich so fett stand. Okay, wo ist es schiefgegangen? Ich glaube, ich hätte auf Läufer E5, ich hätte, glaube ich, H4 spielen sollen. Läufer G7, H5. E5 geht nicht so recht, weil der D7 hängt. Aber ich weiß nicht, meine Überlegung war halt, er macht jetzt irgendwas anderes, deckt irgendwie den D7, vielleicht irgendwie sowas. Und wenn ich jetzt nehme, macht er E5. Und wenn ich jetzt auf H7 nehme, komme ich nicht so wirklich weiter. Aber es ist ja auch Quatsch, Dame H5 und Game Over. Also, naja. Gut, ob gegen Ende noch was gegangen wäre, ich bin mir da nicht so sicher. Meine Mainline irgendwo war Läufer E3. Turm F1 ist, glaube ich, nicht so kritisch, weil ich jetzt König D2 habe. Dame G2, Springer E2. Obwohl auch das nicht klar ist. Vielleicht hat er hier auch noch Turm C2, völlige Verwirrung. Aber okay, ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, auch in der Nachanalyse weiß ich es nicht. Aber okay, ich habe hier keine Pünktchen verloren. Melanie wird nicht böse sein. Also machen wir weiter. Vielleicht gewinne ich ja sogar noch ein paar Pünktchen heute. 9, 12, was haben wir überhaupt? 17, 15, 16, 17.
Ja, Dame A5 war nicht gut. Stattdessen, gut, also ich glaube, der wirkliche Fehler war dann Springer C6. Wenn sofortiges Läufer D4 kommt, dann ist, glaube ich, auch irgendwo im Bereich völlig unklar. Aber ja, ich dachte auch, Rochade wäre etwas kritischer. Okay, schottisch. Mal gucken. Okay, schottisch, das wird nix. Stattdessen mal einen offenen Sizilianer und vielleicht erfüllt sich ja euer Neidorf-Wunsch. Ja. Naja, ich weiß nicht, ich versuche mal das Feld D5 irgendwie zu erkämpfen, ne? Alles drauf, dafür gebe ich auch den Läufer. Läufer E2 ist kein Neidorf, wieso ist denn das kein Neidorf? Was? Na gut, es ist vielleicht nicht die reinste Form. Alles bisschen Kuddelmuddel, was ich hier mache. Ich gebe es zu. Insbesondere, weil ich jetzt hier den Punkt B2 mit der Dame decken muss. Also, ich sag's mal so, das habe ich vielleicht nicht optimal gespielt, ja? So, jetzt müsste ich mich doch zumindest nach Springer Steg B2 noch so rauswursteln können, aber. Okay. Ich möchte das mal als kritisch bezeichnen, was ich hier mache, aber es scheint gerade noch so, ja, so ungefähr aufzugehen, möchte ich mal sagen. Das Ziel. Ich möchte erst mal sagen, was ist überhaupt mein Ziel? Was treibe ich überhaupt? Ich möchte das Feld D5 gewinnen und hoffe, dass ich langfristig hier in seinem Lager einen schwachen Läufer zurücklassen kann und das Ganze dann positionell runterspielen. Das hätte ich pre-moven können. Ja. Dame B1, hochgradig elegant. Ja, danke dafür. Ich muss hier ein paar Verrenkungen auf dem Brett anstellen, um irgendwie Ideen mit Läufer A5, um Ideen mit Springer D5 zu etablieren, muss ich hier irgendwie den C2 decken und alles noch so ein bisschen, ich weiß nicht, alles noch zurechtwursteln, möchte ich mal sagen. So ganz stimmig ist es noch nicht, aber ja, wir nähern uns dem Ganzen, ja. Ich weiß nicht, Springer D5 könnte auch sein, upsala, dass das seine Entwicklung an der Stelle nur beschleunigt. Deswegen habe ich das jetzt mal noch nicht gespielt. Ja, weil danach zieht er die Dame und kann im nächsten den Läufer irgendwie vielleicht nochmal über die Diagonale bringen. Und ob Springer D5 der richtige ist im Moment, ich weiß es noch nicht. Na gut, mit F5 spielen kann er, ja, keine Frage. Das kann er auch machen, aber jetzt dürfte ich doch hier kein Problem mehr haben. Der D6 ist weg. Er hat nicht mehr das Läuferpaar, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss nur gucken, dass ich es nicht einstelle. Ja, und irgendwie habe ich gerade nur ein gutes Gefühl. Als würde ich es jeden Moment einstellen, aber noch
sollte ich nicht grundrein matt sein? Aber ich freue mich, wenn ich H4 gespielt habe. Also H4, das kommt gleich. Und das kommt schnell. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Okay, jetzt kommt das nicht, aber jetzt kommt anderes. Jetzt kommt G3. Na gut, ich habe einen Bauern mehr, es ist noch nicht einfach. Und das macht es nicht unbedingt einfacher, mit der Drohung hier unten reinzukommen. Aber na gut. Ja, dass ich den Springer jetzt zurückziehen muss, damit bin ich natürlich nicht hundertprozentig zufrieden. Aber gut, eine Stellung mit Mehrbauer ist eine Stellung mit Mehrbauer. Ich habe die D-Linie. Ich sollte jetzt ziemlich gut stehen. Ich muss es aber jetzt auch verwandeln, ohne es einzustellen. Und ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon beim Blitzen gehabt. Ich gebe es offen zu, ich mache im Moment viel zu wenig Taktiktraining. Und das hat einfach den riesigen Nachteil, dass man... Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ich weiß gar nicht, wenn ihr das nicht kennt, ob ihr das überhaupt nachvollziehen könnt. Das hat den Nachteil, dass man so einen, ja, ich weiß nicht, so einen schummrigen Blick hat aufs Brett. Ja, dass man ganz häufig das Gefühl hat, man stellt jetzt vielleicht was ein. Man ist sich ganz häufig unsicher einfach. Ja, so eine Unsicherheit. Stelle ich es jetzt ein, stelle ich es nicht ein? Man weiß es nicht so genau. Und das ist ein bisschen anstrengend. Jetzt zum Beispiel, stelle ich es ein oder nicht? Also je nachdem, wie fit man taktisch gerade ist. Ne? Also da mit die 7 Springen F6 noch funktioniert das, aber es naja, ist so auch nicht hundertprozentig klar. Ne? Auch sowas, also bei solchen Zügen gerade, ob das so vernünftig ist, ich weiß es nicht. Nee. Mieser Trick. König G1, Läufer F2. Das zum Beispiel, habe ich einfach nicht gesehen, ne? Boah. Der ist natürlich hammerhart. Ich glaube aber, damit treibt das ein bisschen zu weit. Aber keine Garantie. Okay, ich glaube, jetzt ist es. Jetzt sollte es vorbei sein. Weil ich jetzt ja auch mit Springer E7, denke ich mal, hier ganz gut die Damen vom Brett bekomme. Okay. Und dann. Puh. Ja, danke für die Partie. War spannend. Am Ende ist die Taktik, oder die Taktik, der Plan, was weiß ich, wie man es auch nennen möchte, ist ganz gut aufgegangen. Ja, hier so um den Dreh. Ne? Also ich kämpfe hier natürlich gegen das Läuferpaar, aber Schwarz hat diese extremen Schwächen. Ich denke, es wäre richtig gewesen, also Läufer C4 glaube ich nicht. Ich denke, man sollte hier irgendwie versuchen, mit F5 zu spielen, mit dem Bauern wieder nehmen und dann zusehen, dass man seine Bauern nach vorne wirft und die Läufer ins Spiel kriegt. Und wenn man den D6 dabei verliert, dann ist das so. So. Machen wir weiter mit der nächsten Partie. Ach
Gott im Himmel. 18, okay. Siebzehn, 18. Logik her. Mal ganz kurz nachgeschaut. Ich glaube, wir hatten schon mal gespielt, aber über den Account nicht. Okay. Ich setze wieder meine Standard-Blitzwaffe ein. Bertrame, Stiefel, Springer C3, Läufer F4. Einfach mal raus damit. Und gucken, was er macht. So, okay. Er spielt mit A6, das ist natürlich nicht so verkehrt. Verhindert Springer B5, das sollte man nicht einstellen. Auf der anderen Seite steht der Springer auf C6 so ein bisschen im Weg. Also ich hoffe, ich kann das Ganze ausnutzen und relativ schnell hier im Zentrum oder so spielen. Wird sich zeigen. Wie immer ist es nicht so klar, was ich hier treibe. Aber ich... Ja, ich glaube, das ist nicht so verkehrt, was ich hier mache. Obwohl es auch nicht so verkehrt ist, was er da macht, muss ich ganz, ganz offen zugeben. Man könnte natürlich die Reißleine ziehen und versuchen, ein bisschen Material zu tauschen, Damen zu tauschen. Ist vielleicht nicht so verkehrt. Obwohl, auch G5 könnte interessant sein. Dame D6, G5, dann mit der Dame wieder nehmen und sagen, okay, ich greife jetzt einfach mal an. Ich mache es mir nicht leicht. Ich glaube wirklich, es wäre ein Stückchen einfacher, wenn ich vernünftigere Eröffnungen spielen würde. Naja, aber das tue ich nicht. Aber das ist der Vorteil daran, also ich stehe ja jetzt nicht wirklich schlecht nach der Eröffnung, ne? Und wenn man das berücksichtigt, dann muss man schon sagen, es ist okay. Es ist halt einfach es ist ein Deal, ne? Man sagt sich, okay, wir sind beide nach der Eröffnung raus und dann gucken wir einfach mal, wer irgendwie vernünftiger spielt, ne? Wir machen es nicht so nicht so von der Eröffnung abhängig, wollte ich sagen. Okay, ich glaube, das geht auch. Die Drohung ist natürlich Turm schlägt C3. Aber die habe ich hiermit, glaube ich, relativ anständig pariert. Ich weiß nicht, ob ich auf C3 wieder nehme und dann nach D2 gehe oder ob ich vielleicht besser einfach auf B4 dann nehme. Weiß nicht. Jetzt entwickle ich mich. Naja, und ich glaube, meine Eröffnung oder meine Stellung ist ganz gut. Eröffnung ist natürlich Quatsch. Das passiert immer, wenn ich rede, während ich denke. Und ich sollte hier jetzt eigentlich ganz vernünftiges Spiel bekommen. Ja, den habe ich etwas intuitiv und flott gezogen. War vielleicht nicht die beste Wahl. Aber jetzt muss ich damit leben. Sprich, ich sollte jetzt mit aller Gewalt das Zentrum öffnen. Deswegen nehme ich auch mit dem Läufer, um die E-Linie freizuhalten. Ja, warum nicht? Ich denke, das kann man so oder so ähnlich, wie ich es hier Spiele kann man das wohl machen.
Okay, Springer B6. Puh. A3 ist auch verlockend. Zumindest ein bisschen. Ja, das ist jetzt wieder so ein Abduckzug. Eigentlich wollte ich matt setzen und angreifen hier gegen den König in der Mitte, aber A3 ist immer so ein ganz typisches Motiv, womit man vielleicht einen Bauern abgrapschen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das mal eben flott. Ob ein Mehrbauer hier wirklich das ist, weiß ich nicht. Also was jetzt am Ende das Maximum ist, was ich rausholen kann, ich weiß es nicht. Aber naja. Okay, TDL, mach's gut. Bis morgen, denke ich mal. Bist ja häufig dabei bei der Lernstunde. Ja, kleiner Vorteil auf der Uhr, das ist immer angenehm, wenn die Stellung komplex ist. Dafür allerdings nicht mehr so ein großer Stellungsvorteil, aber es wurde ein bisschen einfacher. Okay. Turm C4 habe ich jetzt nicht erwartet, aber ich denke, das ist ein ganz guter Deal. Dann können wir sagen, okay, wir kümmern uns jetzt wieder um den König hier in der Mitte. Denn Turm C4 verstellt den Springer. Oh, aber auch nur so halb. Ach ja. Läufer D5. Wenn ich mich verrechne, dann verliere ich. Wenn ich mich nicht verrechne, dann stehe ich auf Gewinn. Was machen wir damit? Läufer D5, ja oder nein? Ach Gott, ich weiß es nicht. Ja, ich muss eine Entscheidung treffen im Blitzen. Das war doch, war schon viel zu lange, die Zeit, die ich hier gebraucht habe. Von daher, ja. Ja, ich habe auch über König A1 nachgedacht, aber ja, also es sieht mir so aus, als hätte ich hier ausreichend Material. Aber tatsächlich ohne eine letztendliche Gewissheit, dass das wirklich reicht. Boah, der ist extrem lästig, Läufer C4. Ja, jetzt hoffe ich schon einen ganzen Turm, weil ich einfach nicht sehe, wie ich da besser vorankomme. Ah, okay, aber jetzt sollte ich genug haben, um das hier zu verteidigen. Puh, okay. Danke für die Partielogika. War sehr, sehr spannend.
Mit deinem Opfer auf C3. Wir können ja noch einmal kurz gemeinsam gucken. Also ich hatte hier eigentlich erwartet, dass Turm B8 kommt. Und ich war mir absolut nicht sicher, wie es hier korrekterweise weitergehen sollte. Ich weiß es auch immer noch nicht. Vielleicht tatsächlich mit Turm E1. Und ich weiß nicht, Ja, und wie geht's weiter? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich dann die Dame auf B2 opfern, vorher auf C6 nehmen. Ich weiß nicht, das ist mir zu kompliziert gerade. Aber super, super spannendes Opfer. Und ich glaube, ich auch das Einzige, was du machen kannst in dieser Stellung. Dementsprechend Läufer D5 weiß ich nicht so wirklich, ob es korrekt war. Nun gut. Das waren sehr anstrengende Partien. Vom Rating her bin ich jetzt wieder hoch auf 2780. Ich glaube, das ist ein Ticken mehr als das Startrating. Melanie wird also nicht böse sein. Von daher alles gut. Ja, ich danke euch allen fürs Mitmachen, für die Partien, fürs Kommentieren im Chat und würde mich jetzt verabschieden und freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet um 20:15 Uhr zur Lernstunde. Thema morgen ist Siegbert Tarasch. Und ja. Ich wünsche euch einen super Start in die kommende Woche, euch noch einen schönen Abend und bis dahin, macht's gut.